Und damit auch ein neues Hanover von Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Da es zu den Irrlichtern im Schneegebiet keine Komplettlösung gibt, habe ich das auf Screen gemacht, weil das hätte zu lange gedauert und so. Wäre nicht so prickelnd gewesen. Deswegen sammeln wir hier das letzte ein. Und ja, wie viel fehlen noch genau? 6 Stück, die es nämlich auf der Oberwelt gibt, bei Jubeldorf. Dann werden wir in dem Part diese Quest abschließen. Endlich. Wir haben schon im ganzen Let's Play immer welche gesammelt. Ich habe auch Screen welche gesammelt. Wir haben die letzten zwei, weiß ich nicht genau, Parts welche gesammelt. Ich jetzt aber auch. So, hier gibt es aber auch Irrlichter in Jubeldorf. Jubelstadt, Jubeldorf. Deswegen werden wir uns die jetzt auch mal, oh, ich kann ja nicht fliegen, zu Gemüte führen. Komm mal zu Papa. Also echt krass, wer diese Quest macht. Die ist anstrengend und nicht so toll. Ich hoffe, die Kognitos sind da leichter. Aber es sind ja auch weniger. Und ich habe ja auch schon ein paar. Mal wieder hinter Häusern und da versteckt sich ja wer, ja, hi. So, mit Boreas wollt ihr los und Demeteros bin ich auch noch gespannt, wie das ist. Ach, man muss ja gegen euch kämpfen. Stimmt. Das machen wir auch noch. Und ich jetzt. Hier neben dem Feld. Vorne, wie schön, dass man dich sehen kann. Ach, das muss von der anderen Seite, Mann. Beziehungsweise von hier. Noch zwei. Und übrigens bekommt man noch Belohnung. Man hätte immer wieder hingehen können und sich eine Belohnung abholen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, wusste ich nicht. Holen wir uns gleich alles ab, hoffe ich. Wäre ja doof, wenn das nicht gehen würde. Also, so, und das letzte ist am Strand, wo wir angefangen haben. So, dort in der Nähe jedenfalls. In der Nähe von diesem Haus, glaube ich. Ja, wo ist das letzte Licht? Da vorne. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle Geister, Lichter, Irrlichter. Geil. Du hast alle geisterliche eingesammelt, endlich. Habe ich die Quest noch an? Ne, habe ich nicht. Cool. Wo ist das jetzt? Hier. Mann, ich will doch gerade nur gucken. Hallo. Ah, bisher hast du alle 107 gesammelt. Danke, du hast 5 Geisterlichter eingesammelt. Erste Belohnung, ovaler Stein. Du hast 10 gesammelt. Ein Sonderbonbon. Oh, du hast 20 gesammelt. Du kriegst den Meistersamen. Oh, du hast 30 gesammelt. Du kriegst den Meisterstein. Oh, du hast 40 gesammelt. Du kriegst einen EP-Bonbon L. Du hast 50 gesammelt, du kriegst eine Verbindungsschnur. Diese Schnur verströmt eine mysteriöse Energie und verleiht ein seltsames Gefühl der Verbundenheit. Ach,
das Lebensglück bestimmt, Herr Pokémon. Nicht eines, sondern mehrere. Oh, du hast 60 gesammelt, kriegst das. Verleistungssteine. Oh, du hast 70 gesammelt und bekommst einen Düstermang. Für 12 habe ich ja schon. 80 für 3 Meistersamen. 90 für 2 Pokémon XL. Boah. 100! 3 Leistungsfelsen. Ich kann es gar nicht fassen, du hast tatsächlich alle Geisterlichter eingesammelt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich bin ja so erleichtert. Damit sollten wir den Unruhestifter, der so viel verbrochen hat, wieder versiegeln können. Dafür müssen wir aber zu den Nebelruinen gehen. Dort, nur dort können wir das Siegel wieder schließen. Treffen wir uns dort, sagen wir, zur gleichen Zeit, zu der wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Nach zu den roten. Zu den Nebelruinen im roten Sumpfland, okay. Aber es ist doch sogar gerade nachts. Wir hätten sie aber nicht nachts treffen müssen, glaube ich. Aber let's go, dann fangen wir jetzt Krupuk. Nachdem das ja auch schon in Pokémon Diamant Perl bzw. Fallen Element leuchtende Perle mega schwer war. Und nervig. Ich komme. Ach, endlich. Die Quest war zum Glück nicht so nervig wie gedacht. Und es gibt eine coole Belohnung, finde ich. Krupuk alleine hätte ich auch angenommen. Aber cool. Ach, hier ist das Ding. Stimmt. Haben wir mal gesehen. Ich habe schon auf dich gewartet. Los, legen wir los. Davor muss ich dir aber noch was berichten. Ich habe dir eine klitzekleine Lüge aufgetischt. Es gibt nämlich in Wahrheit 808. Das letzte ist in meinem Besitz. Würdest du auch dieses bitte mit dem Spritkern einsammeln? Ja, natürlich. Zuvor möchte ich dich aber noch was fragen. Was hältst du von mir? Du bist mysteriös. Mysteriös, sagst du? Da liegst du richtig. Du scheinst mich durchschaut zu haben. Nun zum letzten Geisterlicht. Der Reisende, der seine mysteriösen Künste nutzte, wird mir nun auch endlich vergeben. Oh, schließ deine Augen. Kommt sie weg? Ah, war sie ein Geist? War sie die ganze Zeit ein Geist? 118 ist für nichts, stimmt, das war's und so auch. Der Spiritkern fängt an zu leuchten. Der Spiritkern ist spurlos verschwunden. Dich all die Geisterlichter einsammeln zu lassen, war mein letzter Streich. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Vergiss mich nicht. Doppelrettich. Du spürst die Präsenz eines seltsamen Pokémon. Eine unheilvolle Aura strömt aus den Rissen an diesen Stellen. Ob das wirklich nur Risse sind? Hä? Kann ich dich fangen? Ohne dass du das bekämpfen müssen? Was, wenn ich sage nö? Will nicht, dass du mich siehst. Will nicht kämpfen. Du siehst mich nicht. Okay, er weiß, wo ich bin. Scheiße. Hui. Ich kann das doch bestimmt einfach so einfangen. Jeder bei vollem. Du siehst mich nicht. Bleib drin. Oh, hat gehabt. Hey, warum sind meine Pokémon jetzt weg? Jetzt passiert.
Jetzt, ich wollte schon sagen, hä? Ja, Kupuku V. Interessante Quest. Ja, und jetzt? Machen wir noch ein paar andere Nebenquests. Ich glaube nicht, wir fangen mal im nächsten Part dann an. Es fehlen einfach so viele Punkte zum nächsten Level. Es gibt's nicht. So. Ne, ist doch falsch. Blüht es nun oder blüht es nicht? Das war der Eintrag von Kenoso. Machen wir das mal. Ja, wir müssen hier zurück, los. Sag mal, Ponita ist interessant. Soll das ein Shiny sein oder ist ein besonderes Ponita? Besonders wild, besonders... In welcher Hinsicht? Ja, nee, Teleport. Ach so, ja, warte, bevor wir das machen. Wo ist der Typ? Der wollte verkämpfen. Ja. Bekämpfen. Scheiß bereit für einen Kampf, oder? Ja, klar. Sparen wir uns das Reden. Lass uns gleich zum Kämpfen übergehen. So sind wir nun mal. Luca. Hat er nur Lucario? 62. Warum bist du so schnell? Okay, der hat. Also, ich sehe kein anderes Pokémon. Kraftflammenwut, los! Das war's für dich. Sorry. Oh, also Luna, warum bist du so krass gerade? Luca. Das war ein großartiger Kampf. Wir müssen wohl mehr trainieren, Lucario. Luca. Ich danke dir. Du scheinst durch die Begegnung mit allerlei Pokémon an Stärke gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unser Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Leistungsfeld. Ach, du bist hier. Nein, das hat mich motiviert, Pokémon-Kämpfe zu verbreiten. Wen soll ich für dich herbeirufen? Man kann gegen Leute kämpfen. Interessant. Aber nicht jetzt. Doppelrittich. Oh, für kurze Zeit 50% mehr Schaden. Krass. Leistungsfeld. Geht hier. Ja, Leistungslevel 10 ist das Maximum. Mal hier was oben. Ich sollte jetzt hier mal hier auf jeden Fall wegtun, weil ich tot bin. Problem. Oder ich passe halt auf. Hallo, Lago. Du bist bestimmt wegen Ponita hier. Ich habe schon auf dich gewartet. Dem Hufeisenwiesen ist ein Ponita aufgetaucht, das ein wenig anders aussieht als die anderen. Ich finde ehrlich gesagt, das ist gruselig. Als ich meinen Professor Rat eingeholt habe, sagte er, dass ich es auf jeden Fall untersuchen möchte. Bitte fang die seltene Ponita auf den Hufeisenwiesen, das wäre eine große Hilfe. Was wird es damit auf sich haben? Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Oh, es war, dass es shiny ist, aber... Was denn sonst? Größer? Kleiner? Glaube ich nicht. Aber wenigstens gibt es einen gewissen Ort, wo es sein soll. Was hat es damit auf sich? Und jetzt seht, ich gehe diesen Pokédex-Einträgen Vervollständigungsmissionen erstmal aus dem Weg. Ist ja wirklich shiny. Ein gescriptetes Shiny.
Ach, guck mal an, das hat sogar so blink blink gemacht. Jetzt, ob ich drüber werf. Mich verarschen. Okay, von mir. Bleib hier bei mir. Lass mich mal bitte, danke schön. Fast so ein Shiny, ja. Warum nicht? Nehme ich. Hier. Du. Karai ist jetzt auch vollständig, okay. Ins Dorf Beck. Ah, geil. Das ist ja schon fast dieser Style wie, weiß nicht, rotes Garados oder. Aber auch noch andere geskriptete Shinies, die man bekommt. Du hast das alte Pony da wirklich gefangen. Der Forschungstrupp hat es echt in sich. Ganz nebenbei, ein Freund von mir, der aus Gala stammt, war vom Anblick der Pony auf dem Feld ganz überrascht, dass sie Feuerige gemähen haben. Stimmt, das sind ja andere. Ich hatte damals keine Ahnung, wovon er spricht, aber wenn es Ponita mit blauen Flammen gibt, dann wundert es mich auch nicht mehr, falls es noch andere geben sollte. Und damit meine ich nicht nur Ponita. Ich frage mich, wie viele weitere Pokémon es gibt, ebenfalls eine andere Farbe aufweisen. Ich hoffe, der Forschungstrupp wird diesem Phänomen auf die Spur kommen. Vielleicht. Himbeeren. Und, viel Platz. Drei Items, okay. Pantimos. Okay, der ist gar nicht so weit weg. Hintergasse, wo ist das denn, eine Hintergasse? Gut. Oh, du bist, danke nochmal für den Sinnelbeeren, den du mir gebracht hast. Jetzt, da ich endlich Glanzsteine gefunden habe, kann ich mich etwas im Dorf entspannen. Im Grasland wurde ich nämlich ständig von Pokémon attackiert, das war fürchterlich. Am Ende hatte ich sogar noch einige Sinnelbeeren übrig, die habe ich mir gut schmecken lassen. Ein Glück, dass mir jemand aus dem Hauptsitz die Tasche vergrößert hatte. Oh, warte, du bist bestimmt wegen der Sache hier, der ich den Professor im Rat gefragt habe, oder? Danke, dass du helfen willst. Es geht um einen Pantimos, der sich hier im Dorf einquartiert hat. Ich möchte, dass du dich der Sache annimmst und es genau untersuchst. Macht dich der Gedanke nicht auch nervös, dass ein wildes Pokémon hier im Dorf lebt? Und dann macht es auch noch diese seltsamen Gesten. Doch der Sicherheitstrupp wollte der Sache nicht nachgehen, also habe ich mich gefragt, ob der Forschungstrupp nicht etwas unternehmen kann. Schau nur, da ist es. Du weißt, was zu tun ist. Nähere dich, Pantimos. Hallo? Ich finde heraus, was es macht. Mir unsichtbare Wände im Weg stellen im Moment, wie es aussieht. Ist in die Richtung geflohen. Es hat ganz bestimmt Dreck am Stecken, so wäre es nicht vor uns geflohen. Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was im Schilde führt. Ganz ruhig. Wird schon nicht so viel, nicht so böse sein. Geh mal von der anderen Seite ran, weil wenn das immer diese unsichtbare Wand macht, sollte ich aufpassen. Kann ich eigentlich? Oh, ich mag die Musik. Jubelstadtmusik. Das glaub ich. Ja, du bist kein Pantimos. Hey, Pantimos, dorthin geflüchtet. War so klar. Jetzt muss ich ums Haus laufen, was ich eh tun wollte, Mann. Ich lebe
Diese Musik, die ist so toll. Dummi dumm dumm dumm. So, jetzt komm her, du. Bitte. Soll ich denn da dran kommen? Kann ja auch nicht einfach da hoch. Oder? Will das denn? Unsichtbare Wände, alles klar. Nein! Ey! In die Richtung geflohen. Eine Art, dich diesen Pokémon zu nähern, ist, wie soll ich sagen, etwas einartig. Kann es sein, dass du es nicht so mit Pokémon hast? Es blockiert mich. Irgendwas blockiert mich. Wie bitte könnte es etwas sein, dass diese Pandemus über mystische Kräfte verfügt? So oder so müssen wir noch mehr was daraus finden. Darf manche muss nicht aus den Augen verlieren, komm schnell nach. Was soll das, Pandemus? Wir wollen doch nichts Böses. Da bist du, Asino Pantimas ist da drüben. Ist gerade wirklich dabei, Wände zu errichten? Geh näher ran und schau nach. Will mich, hallo? Hier runter? Nee. Und schon wieder das Abkommen. Nur warte doch mal. Was? Ich komme nicht weiter. Hier ist irgendwas, das ich nicht sehen kann. Was hast du denn, Pantimos? Du scheinst auch gerade irgendwie aufgebracht zu sein. Nano, was ist... Wenn das nicht da ist, kennst du dieses Pantimos? Ja, dieses Pokémon kann wohl unsichtbare Wände erzeugen. Wenn es seine komischen Gesten in der Nähe des Tors ausführt, kommen wilde Pokémon nicht herein. Es ist artig und bewacht das Tor, deswegen lasse ich ihm freie Hand. Ach so, ist das also. Tut mir leid, dass es dir so viel Arbeit machen musstest. Jetzt, da ich Bescheid weiß, mache ich mir wie ein Pantimos keine Sorgen mehr. Allerdings muss man bei all diesen unsichtbaren Wänden im Dorf stets Wache halten. Ein Pantimos in der Hintergasse abgeschlossen, Defensivvitamine dafür, danke. Cool, dann machen wir im nächsten Part die Inkognitos. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Pokémon Legenden Arceus gefallen. Dann schaltet in der nächsten Folge wieder an, also nicht verpassen und ein Like da lassen. Bis dahin, tschüss.